Irgendwie schaut man sich diese Diskussionen an, wo irgendwelche Kritiker einer Ideologie mit irgendwelchen Apologeten herumstreiten, sich ihr Wissen um die Ohren hauen, ausgeklügelte Sophistereien bemühen und am Ende bleiben beide bei ihrer Meinung und es war mehr oder weniger nur ein intellektueller Rhetorik-Wettstreit. Ist das eigentlich nötig? Muss man wirklich erst Experte werden, um mitreden zu dürfen? Ich sage eindeutig nein. Bei den meisten Ideologien finden sich Scheußlichkeiten, die derart gravierend sind, dass man eigentlich nicht mehr wissen muss als eine einzige dieser Widerwärtigkeiten. Die Argumentationslinie geht dann beispielsweise so. Stimmt es, dass in dieser Ideologie verlangt wird, dass derjenige, der die Ideologie verlässt, getötet werden soll? Wenn ja, ist es doch völlig irrelevant, was diese Ideologie sonst noch so alles fordert. Dieser eine Punkt reicht doch aus, um die Ideologie als Ganzes zu verdammen. Man muss sonst nichts wissen, beweisen oder widerlegen. Wenn nur diese eine Sache tatsächlich so ist, ist die Ideologie als Ganzes verdammenswert. Und so nebenbei wäre das auch noch illegal. Stimmt es, dass Homosexuelle getötet werden sollen? Wurden Homosexuelle bereits aufgrund dieser Ideologie getötet? Das genügt. Mehr muss man nicht wissen. Eine Ideologie, die so etwas propagiert, ist verdammenswert. Es ist völlig egal, was diese Ideologie sonst noch so verlangt oder zu sagen hat. Ist die Ideologie antisemitisch, beziehungsweise es muss ja nicht Antisemitismus sein, es kann ja irgendeine Form von Hass gegen eine andere Menschengruppe sein. Hat es regelmäßige Übergriffe und Pogrome an Juden gegeben, nach dem Freitagsgebet, nach dem Karfreitagsgebet oder nach dem Parteitag? Wenn ja, ist die Ideologie einfach nur schlecht. Egal, was die Ideologie sonst noch so sagt. Teilt die Ideologie Menschen auf in Menschen und Untermenschen? Werden etwa Menschen als Untermenschen, als Parias geboren und andere als Brahmanen, als Herrenmenschen? Vertritt die Ideologie die Meinung, dass Menschen aufgrund von Geburt schon unterschiedlich wertvoll sind? Wenn ja, ist die Ideologie schlecht und verachtenswert. Und es ist völlig egal, was die Ideologie sonst noch zu sagen hat. Also, es ist nicht nötig, eine Ideologie bis ins Letzte zu erfassen und abzuwägen. Es genügt ein einziger menschenverachtender Punkt. Wenn so ein Punkt existiert, ist die Ideologie als Ganzes menschenverachtend und sollte bekämpft werden.